Jo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadionvlog von mir. Hab meinen Kaffee, jetzt geht's nach Ostdeutschland, genauer gesagt nach Magdeburg. Das wird eine lange Reise, let's go. Bravo, Deutsche Bahn, 40 Minuten Verspätung, Anschlusszug verpasst. Oh Mama mia, jetzt muss ich lange warten auf den nächsten Zug. Ich werde diese Zeit sinnvoll nutzen, um mit dem E-Scooter so schnell wie möglich in die Stadt zu gehen und mir einen Sucuk-Döner gönnen. Was ein geiler Vibe, hier mit dem E-Scooter rumzucruisen. Wow. Ich war noch nie so richtig in Hannover drin, aber schau dir diese Umgebung an. Magnifik. Herrlich. Gleich vor mir, Sönner. Sucuk-Döner habe ich noch nie gegessen. Ich bin extra hierher gekommen, um das hier zu essen. Ich bin neugierig. Der war echt verdammt gut. Mal was ganz Neues, ey. Der war wirklich gut. Aber eins muss ich auch ganz ehrlich sagen. Danke, Deutsche Bahn, dass ich den Anschlusszug nicht geschafft habe. Sonst hätte ich den erst gar nicht gegessen. Ich bin mit dem E-Scooter durch Hannover City. Und Hannover ist eine schöne Stadt. Schau dir diese Umgebung an. Magnifik. Und Straßenmusiker. Herrlich. Geil. Und nicht nur Straßenmusiker, sondern auch Straßenrapper. Okay. Gar nicht mehr tragisch, wie es mir geht, bitte frag nicht. Und immer wenn ich denke, es war alles okay. Hannover geht ab. Und Wetter auch top. Aber jetzt geht's ab nach Magdeburg zum Fußballspiel. FC Magdeburg versus Nürnberg. Der Hauptbahnhof sieht von außen echt sexy aus. Wirklich so ein schöner Bahnhof mit einer Statue da vorne. So symmetrisch, so schön und sauber. Und was ich auch richtig geil finde, ist, du kommst vom Hauptbahnhof raus, hörst einfach geradeaus und schon ein bisschen in der Stadtmitte. Und ich bin mit E-Scooter gefahren. Jetzt hier noch schnell einen Kaffee holen. Der Bahnhof ist schon riesig. Es gibt hier Einkaufszentrum unter dem Bahnhof. Das ist krass, wie in Leipzig. Jetzt geht's ab nach Magdeburg mit dem hier. Voila, was geht? Ach, Magdeburg, endlich angekommen. Und schon habe ich ein paar Fußballfans gesichtet. Hier, ganz, ganz viele. Spider-Man da oben, der beschützt Magdeburg. Geil. Wozu braucht man hier Polizisten, wenn man hier Spider-Man hat? Was für ein schöner Vibe. Hier so sitzen, ein Gelato zu gönnen. Mit Pone und Sonne. Herrlich, hier gibt es auch Straßenmusik. Sehr schön. Geil. Ich liebe Straßenmusik. Hier sieht man schon ein paar Stickers. Unsere Stadt, unser Verein. Schau dir diese Umgebung an. Eine sehr außergewöhnliche Straßenbahn und das Architektur auch ziemlich geil. Das Wetter heute auch Bombe. 20 Grad, Flutlicht, Atmosphäre, zwei richtig geile Traditionsvereine. Es kann nur noch geil werden. Und noch mehr Straßenmusiker. Herrlich. Ah, und dann sehe ich das hier. Komm, geh mal darüber. Was für eine geile Aussicht. Und wieder an jeder Stange Sticker ohne Ende von FC Magdeburg. Hier. Wahnsinn. Das hinter mir ist laut Google Maps das Rathaus von Magdeburg. Wow, sieht schon echt geil aus. Und es geht weiter mit historischen Denkmälern. Wahnsinn, wirklich an jeder Ecke steht so ein mächtiges Gebäude. Ich habe hier ein Problem. Ich finde hier keine E-Scooters. Ich will mit dem E-Scooter ins Stadion, weil zu Fuß sind es 30 Minuten. Und es gibt keine E-Scooter hier. Da ist die Elbe, ein sehr bekannter Fluss in Deutschland. Herrlich. Und da hinten Magdeburger Dom. Aber da war ich jetzt nicht. Ich überquere gerade den zweiten Fluss innerhalb zwei Minuten. Und was sehe ich da? Kajak. So ein schöner Vibe. Das ist jetzt der dritte Fluss, in dem ich überquere. Wahnsinn. Und so ein schöner Vibe auf dem Weg ins Stadion mit all den Fans. MDCC, here we go. Ich verpasse gleich das Spiel. Ich habe Rucksack abgegeben. Habe nicht gefunden, wo. Deswegen verpasse ich gleich das Spiel. Und das Stadion sieht optisch von außen wie ein ganz normales Fußballstadion aus. Also so ziemlich basic. In 9 Minuten ist Anpfiff. Gerade noch so geschafft. Also es war Hölle, Hölle. Die Hymne von Magdeburg. Geschafft. Mein Platz für heute
Da ist die Kurve. Da ist der Gästeblock. Alles perfekt in Sicht. Hey, die Kurve, Kurve oben dran. Und es ist ein sehr schönes, kleines Stadion. Gefällt mir. Wahnsinn, was für eine geile Stimmung vorm Spiel. Und der Gästeblock brennt. Geil, in dem Sinne, noch ein geiles, unterhaltsames Fußballspiel. Nürnberg gibt Gas. Und hier steht jeder. Schaut euch das an, jeder am Stehen. Was geht ab? Sechste Spielminute von 4 Schüsse von Nürnberg. Die Pressen. Was für eine geile Stimmung! Wirklich, die Mitmachquote ist hier Wahnsinn! Wahnsinn, ich wünschte, ich hätte auch einen Schal! Wahnsinn! Magdeburg kommt so langsam ins Spiel rein! Pause. Von Anfang an bis zur nächsten Minute. Stimmung, Stimmung, Stimmung. Wahnsinn. Halbe Stunde wurde gespielt, Stimmung, Bombe und hier steht wirklich jeder. Sind seine Schienbeinschützer. Er hat ja keine Ahnung. Halbzeit 1-0 Magdeburg. Das sind die Statistiken. Ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Und ich freue mich auf die zweite Hälfte. In dem Sinne, viel Spaß. Er ist Magdeburg-Fan durch und durch. Seine Haare richtig geil. Wirklich, die Sonne killt mich. Aber heute ist Flutlichtspiel. Nachher geht die Sonne runter. Richtig geil. Es ist wirklich so heiß heute. Hier sieht schon einer oberkörperfrei. Wahnsinn, dieser Mitmachquote. Fußballclub, Magdeburg, Fußballclub, Magdeburg.
letzte Minute. Jetzt so langsam kommt die Flutlichtatmosphäre, die Sonne ist weg. Ist das Spiel vorbei. Wow, was für ein schöner Sonnenuntergang. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao!